Alright, dann gehen wir mal rein. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Game so wie Getting Over It. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. Holy shit. Bro, okay, das ist echt viel. Das war so viel, als ich nach oben geguckt habe, hat es geleckt. Slow walking, left mouse. Slow motion, right mouse. Move in WASD. Jump is space. Wie zum Fick kommen wir hoch? Ich check's nicht, bin ich dumm? Ist das hier Bait? Weiterlaufen. Digga, du trollst, oder? Geh halt zum Start. Wait, what? Hä? Ja, hier rein. Auf den Zaun. Links? Was? Oh, hier. Bro. Also, versteht mich nicht falsch, Chat. Aber ich finde, dieses Schild ist nicht aussagekräftig. Bruder, es zeigt nach rechts und nach unten und legit auf diesen Elevator. Denkst du wirklich, kannst mit dem Fahrstuhl bis nach oben fahren, XD? Ja, true, das wäre zu easy. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das Game relativ schnell durchspiele. Ja, also bis jetzt ist es relativ easy. Das ist kein Elevator Boys Simulator. Oh shit, was geht jetzt ab? Digga, live! Live, Chat, live! Boah! Schon vorbei, die Musik. Ist das Brasilien? Bro. Digga, es sieht ein bisschen so aus wie so ein Fortnite Competitive Game. So, aber es ist so die letzte Zone. Checkt ihr? Ja, oder eine Favela. Ja, eins von beiden auf jeden Fall. Okay, wir machen guten Progress, Chat. Der Bruder klettert einfach den Turm hoch, den ich in Fortnite gebaut habe, nachdem ich einmal angeschossen wurde. No joke. Oh, Digga. Nein! Oh mein Gott! Oh Gott, geh bitte hoch! Kannst bitte den Herelasen oder ein Edge von. Okay, warte mal, wir müssen mal ganz kurz checken, ob unser Weg gerade gut ist. Wir müssen, glaube ich, auf diese Plattform, oder? Das heißt, vielleicht sollten wir auf dieses Rohr switchen. Ho! Okay, let's go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott, die Musik, Junge! 15 Minuten Vorsprung. Ich bin Jump League Spieler. Oh, die Musik ist so toxic, oh mein Gott. Die Musik werden wir noch so viel hören. Nein, das ist das letzte Mal. Ich find's geil, wie man hier bei dem Rohr einfach so dreimal muss man hochdrücken. Guck mal, der fällt immer einmal runter, dann muss man nochmal machen und dann ist man oben. Geiles Level-Design, Bro. Geiles Level-Design. Boah. Nojo, du kannst wirklich, egal wie scheiße dein Game aussieht, guckt euch an, wie kacke das hier aussieht im Hintergrund. Bro, du kannst einfach diese riesige Sonne reinpacken und alle denken, oh mein Gott, wie geil. Alright, es läuft gut. Im wahrsten Sinne des Wortes, Chat, weil wir laufen. Wahrscheinlich, der Landen sind bei. Wir haben wirklich sehr guten Progress. Wir haben nur noch das. Also 50% sind geschafft, würde ich sagen. If you want to go quickly, go with friends. If you want to go far, go alone. Boah, Junge, Gänsehaut. Digga, man macht immer so 3 Meter, Bro, dann haut die Frau so ein Real Talk aus. Oh, shit! Okay, wir müssen hier rein. Hey, das ist ja No-Brainer. Ich kann jetzt gar nichts verkacken, oder? Was jetzt hier? Jumpen? Okay, no joke, die Physics machen gar keinen Sinn. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Das Ding ist einfach rübergeflogen. Bitte fahr rechts, bitte fahr rechts, bitte fahr rechts. Nice. Yo, was? Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, Bro. Das, also no, das hat gar keinen Sinn gemacht. Physics machen keinen Sinn, er fährt auf Schienen in der Luft. Ja, okay, fair. Alter, wer ist denn er? Moin. You have to seek happiness there. Get a job in the favelas and live there. There are many like you. You have to be with them and not stand out. Halt die Fresse. You won't make it. Ich bin gerade 10.000 Meter über den Favelas und ein gottverdammter Riesenelefant sagt mir, ich werde es nicht schaffen. Digga, oh mein Gott, die Stimmen kommen näher, Bro. Was ist das hier? Bro, das Ding ist, wir kommen gerade echt sehr gut voran und das macht es umso schlimmer, wenn ich runterfalle. Okay, jetzt ist es ein bisschen tricky hier. Okay, let's go. Oh. Okay. Brauche Rat von einem 30-Jährigen.
bin 26. Kollegin hat Bullshit über uns geredet mit ehemaliger Chefin. Soweit, dass ehemalige Chefin zum Betriebsarzt gehen wollte und es zu einer Ermahnung kommen könnte. Hat sich zwar alles geklärt, aber soll ich mit Kollegin ficken oder was? Am Montag zur Rede stellen, wieso sie sowas macht. Sie weiß nicht, dass ehemalige Chefin uns angerufen hat. Arbeite dort auch nur noch knapp einen Monat, bis ich etwas Neues beginne. My father worked here as a Sphäre. I was afraid of him and hoped that one day he wouldn't come back from work. He drank a lot and often beat my mother and me, but that's in the past. Auf dem Aufzug stand Social Elevator. Damn, was geht denn jetzt ab, Bro? Es kam halt eine Dono rein, währenddessen hat die Stimme erzählt, dass irgendwie ihr Vater ihre Mutter geschlagen hat, Bro. Ich würde auf jeden Fall mit der Kollegin reden, Bro, weil ich glaube, es gibt nichts Weirderes, als wenn man in seinem Arbeitsumfeld jemanden hat, der mega nervig ist. Brauch mal einen Tipp von einem 40-Jährigen. Ich habe so einen richtig nervigen Kollegen, der dauernd Scheiße baut und ich habe es der ehemaligen Chefin gemeldet. Jetzt nervt der rum und will mit mir reden. Was soll ich tun? Ja, scheiß auf den, Bro. Die Leute aus unserer Firma haben noch nicht begriffen, dass ich den Betriebsrat mache, um meine Eier zu schaukeln. Und jetzt nerven hier seit ein paar Tagen die Mitarbeiter mit irgendwelchen Streitigkeiten sein. Jetzt gehen wir da rüber und dann da hoch. Boah, Junge, was ist das für ein Weg, Bro? Oh, jetzt ist es ein bisschen low, Alter. Oh. Ah! Alright, Chef, wir machen das jetzt. Watch this. Hier ist der Betriebsarzt. Ich könnte alles aufmachen. Ah! Oh mein Gott, nein. 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 Kann ich vielleicht auf dieser... Ist nicht schlimm, wenn du runterfällst. Ich warte unten auf dich. Edgy, dein Schweißbär. Oh mein Gott, Bro. Okay, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Wir sind an eine gute Stelle gefahren, Chat, weil wir können jetzt hier mit dem Ding wieder hochfahren. Es ist okay, wir können bis da oben, bis die Schienen enden, können wieder hochfahren. Gibt es im kompletten Spiel kein Checkpoint? Ich glaube, nein. What? 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 Bro, was ist passiert? Hä? WTF? Oh mein Gott, halt deine Fresse, Bro. Aber das Spiel heißt doch Only Up. Ja, oh mein Gott. Digga, so dumm, Bro, hä? Ja, holy shit. Digga, Streamer ist so hohl. Ey, jetzt wieder dieser Hurensohn-Elefant. Halt deine Fresse. Der Elefant kann mir gar nichts. Die Sonne scheint im Moment nur bei den Reichen. Lassen wir uns von ihrem Glanz inspirieren. Oh, um true. Schaffen, in der das Licht für alle strahlt. Das soll eine Metapher sein. Hier scheint die Sonne nicht. Und da schon. Wir sehen uns eh gleich wieder, der Hund. Elefant. Danke für die Dodo. Zack, 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 hier zack, 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 hier zack, zack, zack. Guck mal da ein Flugzeug. Pass auf, dass du nichts daneben trittst. Wenn du wieder fällst, donate ich 100 Euro. Zack, 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 er. War. Es. Zack, 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 zack. Ich sag ehrlich, ich hätte aber auch die 100 Euro genommen, Digga. Okay, warte mal, müssen wir hier bei dieser unfassbar russisch aussehenden Fabrik, müssen wir nicht hin, oder? Ich glaube, wir müssen hier rechts hoch. Sieht sehr kommunistisch aus, der A hier links. Oh. Oh mein Gott, wer ist er, Bro? Oh, war das Karl Marx? Nee, oder? Okay, Bro, der nächste Jump wird tricky, aber danach sind wir so roundabout safe. Das ist der wichtigste Jump, Freunde. Come on. Oh, ja, nice, genau so hab ich's geplant. Nice, oh mein Gott. Ja! Yeah! Oh. Oh mein fucking Gott. Okay, also no joke. Oh mein Gott, da oben nach. Oh mein Gott, Digga, hinter den Wolken lädt noch irgendwas. Ja, Junge, ich dachte, da oben ist es vorbei. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Typ, der das hier gemacht hat, oder die Frau. Ja, genau, ich glaube, er hat einfach nur die ganzen Models benutzt, die schon so free waren. Und hat die einfach nur aneinander gesteckt und hat gesagt, hier, 9,99 Euro Abfahrt. Wait, Up-Movie-Reference? Was genau? Was genau? Das Haus? Ach, Bro, oh mein Gott. Oh, das hab ich. Ach, das meint ihr. Bro, das war so ein schöner Film. Ich habe ihn nicht zu Ende geguckt, leider. Wir sind eingeschlafen. Alter! Eine Felix von der Laden-Reference! Holy shit, eine dicke Drohne, Junge. Was geht ab, meine Jongis? Digga! Bitte sag mir nicht, ich muss im Flug abspringen. Das finde ich so geil. Warum fliegen wir runter? Warum fliegen wir runter? Wir fliegen doch gleich wieder hoch, oder? Easy. Oh. Okay, ich kann hier stehen. Okay, ich glaube, das ist nicht gewollt, dass man das machen kann, aber wir machen es einfach. Ich muss abspringen währenddessen, aber worauf? Bei dem Haus, meint ihr? Ja, wir sind hier. Oh mein Gott, was?
Digga, das ist dreist. Okay, lass mich bitte. Oh mein Gott, lass mich bitte hier landen. Bitte, bitte, bitte. Greif. Oh nein. Boah, krieg's hin, auf so einem Bett zu landen, Bro? Ja, moin. Oh nee, Digga, wir sind wieder hier. Ey, wenn er sich jetzt hier nicht festhält, ich schwöre, dann verliere ich mich, aber besser ist. Kleiner Bengel. Komm zu Daddy. Man muss es auch positiv sehen, right? Digga, der scheiß Elefant. Nee, mein Alter, den Elefant sehe ich nie wieder, hoffentlich. Okay, das ist eigentlich unblowbar hier. So wie Hugos Schwanz. Oh! Digga, bin ich dumm, Alter. Oh mein Gott, ich war so greedy. Digga. So, hier ist nochmal Karl Marx auf entspannt. Ich dachte eigentlich, dass vorher jemand irgendwie sowas schreibt wie: Was mag Karl denn oder so? Das wäre so ein Lachschaos, so eine Lachschaos-Chat-Nachricht. Aber das hat actually keiner gemacht. Alright, Chat! Wir sind wieder hier. Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder bei der Felix von der Laden-Drohne, Bro. Maybe rechts lang? Also, da gibt's auf jeden Fall. Ja. Die Drohne ist mäßig so ein Skip. Ist halt die Frage, was ist halt more risky? Ich habe fast das Gefühl, dass der Weg da mehr risky ist als die Drohne. Ich glaube, ich versuch's mal hier. Okay, ich glaube, damit können wir rüberfahren. Das nehmen wir mal. Nice. Boah, das sieht sehr, sehr gut aus. Ich glaube, wir sind richtig. Ah! Oh Gott. Oh! Oh, das ist Musik in meinen Ohren. Also im wahrsten Sinne des Wortes quasi. Oh mein Gott, Digga, diese Steine machen mir Angst. Nein! Oh mein Gott! Oh, okay, es geht. Boah, ich glaube, man kann da oben drauf, aber wir machen es mal lieber nicht. Ja, das sieht sehr gut aus. Nice, und jetzt fahr hoch. Nice, es geht. Okay, es fährt uns nicht hoch, es fährt uns nur hier rüber. Alright, das ist eine tricky Situation hier. Nee. Nee, war's nicht. Ah, nein, oh mein Gott, das gibt's nicht. Oh mein Gott, oh nein. Ich land bei Karl Marx. Ich finde, Nee! Bitte halt dich fest, Junge. Oh mein Gott, ich scheiß mich zu. Ey, aber das Game fühlt sich ehrlich super easy an. Ich glaube, no joke, ich kann's beaten. Also, nee, Digga. Bitte sag mir, ihr könnt. Nein. Oh nein. 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 Oh mein Gott, Digga. Ist das kacke, Bro. Moin! Ihr seht heute sehr gut aus, Flasche. Oh, Digga, ich hab mich so erschrocken. Hallo. Sorry, Bro, man. Ich hab gezuckt. Sorry, G, was geht ab? Digga. Nicht so, mein kleiner G. Ja, Digga, das ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Bro, was spielst du für ein Spiel? Ich hab kurz bei dir reingeschaut. Ja, es ist im Grunde sowas wie Getting Over It, Bro. Oh, also. Aber halt in 3D, weißt du? Oh, okay. Lass mich kurz Zeit, ich esse noch einen Kaktus-Eis. Boah, Digga, der Mann lebt, Alter. Der Mann lebt. Ja, ich hab ultra geblowt gerade. Ich bin richtig tief gefallen. Also ist es schwer und so? Gleich eine Sekunde. Aber ist es so trotzdem trashig oder ist es echt gut gemacht? Komplett trashig, Bruder. Das ist ultra Arsch. Oh, wow. Es gibt manchmal so Rohre, Digga, da musst du so dreimal Leertaste drücken, weil er nicht nach oben kommt. Und du denkst dann so, du kleiner Wichser, oh mein Gott, nein! 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 Heißt es only down oder only up? Basti, wirklich, diesen Gag musste ich mir schon mal machen. Jetzt fang nicht du auch noch an, bitte. Kann doch nicht wissen, welche Witze schon kamen. Ey, Junge, dieser Wichser-Elefant, oder der beleidigt mich jedes Mal, wenn ich vorbeikomme. Der sagt, ich soll wieder nach ganz unten gehen und ich werde es nie schaffen. Aber ich werde es diesem Elefanten zeigen, Basti. Können Elefanten wirklich im Real Life reden? Ja, klar, hä? Hä? Ja, ich bin gebrochen. Alright, ich bin ready.